Ja, danke für die Gelegenheit, Ihnen hier den nächsten Tagungsort kurz vorstellen zu dürfen. Also mein Dank diesbezüglich an das lokale Komitee für die Gelegenheit, aber auch für das ganze Programmkomitee, das ja diese Konferenz inhaltlich erarbeitet hat, das uns in Zürich jetzt schon mehrfach gebeten hat, doch mal die Konferenz durchzuführen. Ich bin froh, dass wir dem jetzt auch wirklich nachkommen können und freue mich, Ihnen eben hier mitteilen zu können, dass die nächsten Open Access Tage an der Uni Zürich stattfinden werden, und zwar genau in einem Jahr von jetzt. Wir haben auch schon die Vorbereitungen selbstverständlich angefangen. Organisiert wird es inhaltlich wiederum durch das ganze Programmkomitee. Wir sind dann einfach das lokale Team. Wir, das ist also dann ein Team, hauptsächlich das Open Access Team an der Hauptbibliothek der Universität Zürich. Nun, ich stelle Ihnen hier ein bisschen auch die Stadt Zürich vor. Wir haben einen See, den Zürichsee, den sehen Sie hier in der Mitte prominent. Im Vordergrund zwei größere Kirchen, links das Großmünster, rechts das Fraumünster. Und im Hintergrund sieht man auch die Alpen. Natürlich sieht man sie nicht so. Also das Matterhorn rechts sieht man nicht so. Den Eiger ganz links und dann Mönch und Rungfrau ebenfalls nicht. Und vor allem wären die auch gar nicht so nah zusammen. Die einen sind nämlich die Berner Alpen, die anderen die Walliser Alpen. Aber so sieht es wirklich aus. Also die wirklichen Alpen sieht man diesen Sommer leider viel zu wenig, weil das Wetter nie so richtig schön war. Aber man sieht sie, auch den See. Und für diese Gelegenheit hier jetzt besonders wichtig ist auch dieser Turm hier, der Uniturm, und das ganze Gebäude im Vordergrund. Das ist eben der zentrale, älteste Teil der Universität Zürich, und dort werden die Open Access Tage nächsten September also stattfinden. Ja, ich dachte, ich würde Ihnen zuerst etwas an Hintergrund geben, also insgesamt nur ziemlich kurz über die Universität Zürich. Ein paar Zahlen und Facts dazu. Wir sind also die größte Uni in der Schweiz. Das habe ich nicht hier, aber ich bitte Sie doch auch, das immer zu unterscheiden. Wir sind nicht die ETH, sondern die Universität Zürich. Das ist eine kantonal betriebene und finanzierte Universität. Die ETH, Eidgenössisch-Technische Hochschule, ist eben ein buntes Forschungsinstitut. Natürlich haben wir viele Bezüge zur ETH, gemeinsame Forschungsprojekte und Vorlesungen und so weiter. Aber das hier betrifft eben die Uni Zürich. Wir haben also etwa 25.000 Studierende, und im Bereich der Professuren des Mittelbaus, des administrativ-technischen Personals, also gegen 6.000 Vollzeitäquivalente. Es wurde ja viel auch an dieser Open Access Tag über Budgets und Kosten und so weiter gesprochen. Hier ist mal das Gesamtbudget der Uni Zürich inklusive aller Fest- und Drittmittelgelder. Wir sind also bei umgerechnet etwa 1,1 Milliarden Euro pro Jahr. Und nur ein paar ganz wenige Zahlen dem gegenüber steht also der Publikationsoutput der Uni Zürich. Man muss sich ehrlicherweise sagen, so ganz genau kennen wir den natürlich nicht, weil die Uni Zürich eine Volluni ist. Wir haben also Theologen, wir haben Molekularbiologen, wir haben Wirtschaftswissenschaftler, Physiker und so weiter. Und es gibt keine Datenbank, die das alles verzeichnen
würde, außer unserem eigenen Repository, von dem wir aber auch nicht hundertprozentig sagen können, dass jede einzelne Publikation mit Metadaten dort verzeichnet wird. Aber wir haben etwa 9400 pro Jahr neuerdings im Repository. Und hier vielleicht noch von Interesse, also Open Access ist schwerpunktmäßig an der Hauptbibliothek in meinem Open Access Team dort angesiedelt. Und zusammen mit den technischen Informatikdiensten, welche das Repository betreiben, haben wir also insgesamt 4,1 FTE. Also damit handeln wir diese 9400 Publikationen. Die Forscher geben es selber ein, sprich typischerweise ihre Sekretärin oder Hilfskräfte. Aber es geht alles durch unsere zentrale Redaktion, wir geben Feedback und so weiter. Wir haben dann auch Gold Open Access Funding, also das alles mit 4,1 Stellen. Die Uni Zürich war früh 2005 eine der weltweit ersten Universitäten und hat damals eine Policy zu Open Access formuliert. Sie hat sie dann 3 Jahre später revidiert. Und Sie sehen, es kommt das Wort verpflichtet vor im oberen Teil. Also dieser Teil hier betrifft eigentlich Green Open Access, wo eben erwartet wird, dass die Arbeiten im ZORA, also diesem Zürich Open Repository and Archive, unserem Repository, verzeichnet werden. Und diese Passage betrifft dann Gold Open Access. Da steht auch etwas schon von Unterstützung da, dass die Uni Zürich das unterstützen würde. Wir müssen die Uni Zürich immer wieder mal daran erinnern, dass sie das so formuliert hat, wenn wir eine Budgetaufstockung für Gold Open Access wollen. Nun aber fast wichtiger als diese Policy war eine praktische Umsetzungsmaßnahme, die auch 2008 beschlossen wurde, nämlich die akademischen Berichte der Uni stützen sich auf ZORA ab. Also Publikationen werden dort nur berücksichtigt, wenn sie in ZORA erfasst wurden. Die akademischen Berichte ist also die Jahresberichterstattung. Die hat eine lange Tradition. Alle Institute und Forscher müssen das einmal pro Jahr machen, inklusive eben ihre Publikationslisten. Das betrifft aber nur Metadaten. Es wurde auch schon das Gegenteil behauptet, aber Fakt ist, also auch Metadaten-Only-Einträge gehen vom Repository in die Jahresberichterstattung. Und es bewirkte, dass die Forscher dann wirklich auch ZORA benutzen, also sie benutzen direkt das Frontend von ZORA, weil ihnen die, eben die Aufnahme ihrer Listen der Publikationen in die akademischen Berichte sehr wichtig ist. Uns ist auch nicht völlig klar, weshalb Ihnen das so wichtig ist, weil eigentlich sehr wenig bis gar keine Geldmittel davon abhängen, aber solange es Ihnen wichtig ist, profitieren wir bei ZORA. ZORA ist also ein wichtiger Eckpfeiler der Open Access Strategie der Uni Zürich. Es ist eine umfassende Strategie und eigentlich, finde ich, gibt es ja eine Zahl, die wichtig ist und die als eine einzige Zahl etwas darüber aussagt, wie stark Open Access an Institutionen schon umgesetzt ist, nämlich der Anteil von Open Access Publikationen im Repository im Verhältnis zu allen Publikationen. Wie gesagt, wir nehmen an, diese 9400 sind gegen 100%, weil sehr wenige Nachmeldungen jeweils eingehen. Und aus ZORA können wir quantifizieren, dass wir also 35% Open Access haben. Einzelne Fakultäten gehen aber bis 62%. ZORA bietet Nachnutzungsmehrwerte, eben das Wichtigste, die Überspielung in die akademischen Berichte. Dann haben wir jetzt eine Schnittstelle zu individuellen Webseiten. Man kann also Listen aus ZORA direkt über iFrames dort einbetten. Und auch die Evaluationsstelle der Uni bedient sich ab ZORA. Die Uni Zürich veröffentlicht auch ein paar Journals mit Open Access. Zwei geschehen via ZORA.
Eines dieser Journal, da machen wir ein Teilsponsoring beim Verlag Tech Reuter. Das sind die neuesten Ausgaben Open Access. Es gibt auch Professoren, die relativ eigenständig kleinere Journals über ihre eigene Webseite veröffentlichen. Da haben wir einen neuen Service geplant, dass wir ein Open Journal System aufbauen wollen, damit wir vielleicht diese Journals umziehen können. Die Uni Zürich betreibt auch etwas an Funding und ich habe gerade vorhin den Kollegen die Situation in England schildern hören. Ja, da sind wir natürlich ganz kleine Peanuts verglichen mit diesen Millionenbeträgen. Also wir haben schon Millionenbeträge im Lizenzierungsbereich, aber wir haben das mal gegenübergestellt. Das sind also weniger als 3% unserer bibliothekarischen Lizenzierungskosten. 3% davon im Vergleich sind also unser gesamtes Open Access Publikationsbudget, das dann hauptsächlich an Mitgliedschaften einfließt. Wir sind sehr zufrieden mit der Mitgliedschaft bei Biomed Central. Shared Support läuft sehr automatisch, gibt uns wenig Handlingaufwand. Wir haben auch einen offenen Publikationsfonds für Geisteswissenschaften. Eben die Summe im Vergleich zu England so klein, ich traue mich gar nicht, sie zu nennen. Es ist aber dennoch schwierig, das an den Mann zu bringen, weil Geisteswissenschaftler überhaupt nicht gewöhnt sind, für Open Access Publikationen etwas zu zahlen. Hier sind wir Partner, wir sind also im National Open Access Desk. Mein Kollege André Hoffmann ist das bei OpenAir Plus. Dann, was auch wichtig ist, es gibt eine Bibliothekskommission, wo auch ein Mitglied der Unileitung Einsitz hat. Dort ist Open Access ist auch ein regelmäßiges Thema. Wir erhielten auch schon mal eine Auszeichnung für die Strategie der Uni Zürich. Und eben, das ist schwerpunktmäßig an der Uni für die Umsetzung an der Hauptbibliothek angesiedelt. Nun ein paar Bemerkungen über die nationale Ebene von Open Access. Und es ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass Open Access in der Schweiz auf nationaler Ebene lange Zeit sehr ruhig war. Also auch wenn in der Schweiz Alphorn geblasen und gejodelt wird, schien es doch lange so, als ob puncto Open Access alles friedlich und Harmonie sei. Es geht aber auch anders, wie in der Schweiz in den letzten Monaten sich zeigte, also verschiedene Stakeholders gegeneinander relativ rabiate Kommentare geschrieben haben. Und das alles hat sich entzündet an der neuen Publikationsförderung des SNF, des Schweizerischen Nationalfonds. Das ist eine schweizerische Parallele zu der DFG in Deutschland und dem FWF in Österreich. So Mitte dieses Jahres hat er für viele, auch uns überraschend, wir haben nicht viel davon vorher mitgekriegt, eine neue Förderung veröffentlicht, die auf digitale Verbreitung Open Access ausgerichtet ist. In Kurzversion, im Bereich der Monographien wird also jetzt kein Buchdruck mehr gefördert, sondern nur, Anführungszeichen, alle digitalen Vorstufen. Dafür in der ersten Ankündigung sehr großzügig, nämlich bis 20.000 Franken, das wären also etwa 16.000 Euro so, pro Open Access Book. Auch sollen alle Buchpublikationen, seien es Buchkapitel oder ganze Bücher, nach spätestens 2 Jahren Open Access sein, zum Beispiel durch Hinterlegung in einem Repository. Das hat dann zu einer Internet-Gegenpetition geführt. Also etwa 30 schweizerische Verlage haben diese Petition lanciert unter dem Titel „Die akademischen Verlage sind in Gefahr“. Es wurde unterschrieben von etwa 4.500 Personen, darunter auch viele Geisteswissenschaftler in der Schweiz.
Und das hat dann eine Serie von Medienberichten ausgelöst. Sie sehen hier ein paar Schlagzeilen. Es ging also hin und her, aktiver Diskurs zwischen dem SNF einerseits und diesen unzufriedenen, vorab buchaffinen Geisteswissenschaftlern. Das spielte sich dann bis in die Politik hoch, auch eher ungewöhnlich für die Schweiz, also das Open Access ein politisches Thema wird. Und zwar ging es in den Ständerat. Der Ständerat ist die kleine Kammer des Schweizer Parlaments, der Nationalrat wäre die große. Im kleinen Kammer, also im Ständerat, wurde eine Interpellation von einer Ständerätin eingereicht, stark auf diese Internetpetition abgestützt, eben Open Access, eine Bedrohung für das Verlagswesen. Nun, der Bundesrat, also die schweizerische Regierung, hat dann eine schriftliche Stellungnahme vorab veröffentlicht im Mai, und da war doch interessanterweise etwas zu lesen von einer Leistungsvereinbarung zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Schweizerischen Nationalfonds. Auch das erfuhr ich zumindest erst aus dieser Blog-Mitteilung, dass es da eine Leistungsvereinbarung gibt, wo sich der SNF auch im Prinzip zu Open Access zu den von ihm geförderten Werken verpflichtet hat. Es folgte dann eine Ständeratsdebatte, relativ kurze, und der zuständige Bundesrat Schneider-Ammann, das wäre eigentlich der schweizerische Wissenschaftsminister, war da sehr gut gebrieft vom Nationalfonds und nahm dann zur Kenntnis, dass eigentlich die entsprechende Ständerätin einen neulichen Dialog zwischen SNF und den Verlegern wünscht. Und dieser Dialog fand dann auch statt. Der SNF publizierte eine kleinere punktuelle Anpassung und seine Förderung. Und vielleicht typisch für die Schweiz, es bestand darin, dass einfach etwas mehr bezahlt wird. Also jetzt gibt es halt bis maximal 22.000 Franken pro Open Access Book. Seither, das ja eine offizielle Einigung ist, dürfen sich jetzt eigentlich die Verleger auch nicht mehr beklagen. Weitere Aspekte in Kürze zu Open Access in der Schweiz. Also was schon relativ gut etabliert ist, ist die institutionelle Ebene. Es gibt Open Access Teams an vielen schweizerischen Hochschulen und Universitäten. Es laufen an den Universitäten auch überall Repositorien. Die Leute kennen sich, es gibt informelle Treffen. Es gibt auch seit einigen Jahren schon große Retro-Digitalisierungsprojekte der Bibliotheken. Und jetzt neuerdings, das hat auch dieses Jahr 2014 begonnen, gibt es auch ein nationales Programm. SUK steht für Schweizerische Universitätskonferenz zusammen mit der KRÜS, was wiederum ist die Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten. Die haben also dieses P2-Programm lanciert, wissenschaftliche Information, Zugang, Verarbeitung und Speicherung. Es wird gesagt, dass eben dieser Zugang äußerst wichtig ist für die hochqualitative schweizerische Forschung, aber auch in den Publikationen dieses Programms, diesem White Paper und der nationalen Strategie, ist Open Access enthalten. Das ist das erste Mal, dass man jetzt Projekte zu Aspekten von Open Access auf nationaler Ebene einreichen kann. Beim SNF kann man das nicht, im Gegensatz etwa zur DFG in Deutschland. Das ist das erste solche nationale Programm und erste Projekte sind in der Umsetzung. Da sind wir also echt gespannt, was noch draus wird. Verlage gibt es ein paar recht große, Frontiers, MDPI, die haben doch je etwa über 100 Journals. Und was der Bundesrat auch beschlossen hat, im April 2014, ein etwas verwandtes Thema, er hat eine Open Government Data Strategie verabschiedet. Also die eigenen Behördendaten, welche die Bundesstellen sammeln, die sollen auch offen sein, nachnutzbar für alle
Zwecke und auch für Firmen. Es gibt dann auch eine Schweizer Sektion der Open Knowledge Foundation, Open Data CH, welche jetzt diese Open Governance Strategie auch umsetzen will und es auch Richtung offene Forschungsdaten vorantreiben will. Das könnten also vielleicht ein paar der Themen sein, so ein schweizerischer Schwerpunkt vielleicht, wäre sicher nützlich für uns in der Schweiz, wenn vielleicht ein paar dieser Themen dann auch nächstes Jahr erscheinen und den Open Access haben. Also wir freuen uns, die Konferenz ausrichten zu dürfen und hoffen, Sie alle in einem Jahr in Zürich wiederzusehen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.